Ach, ist das schön, Jungs. Ich meine, wir haben hier eine wunderschöne Umgebung. Sind hier auf den Malediven und... Och, Junge, wer stört mich denn hier? Ach. Hallo? Sag mal, ich will einen Fisch. What the hell? Wenn du einen Fisch willst, dann geh zur Nordsee, Junge, oder ins Aquarium. Was hab ich damit denn jetzt zu tun? Das beste Feature von Hitman. What the fuck? Ach, irgend so ein Troll ruft wieder an, ey. Heutzutage hat echt jeder Spinner deine Nummer, wenn du hier für eine geheime Organisation arbeitest. Ein paar Sekunden später. Ach ja, wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau, ich bin hier auf meinem schönen Liegestuhl. Hab einen super leckeren Cocktail selbst gemixt. Trink jetzt mal einen Schluck. Ah, und dann werden wir jetzt schön unser... Haben die alle so ein schlechtes Timing gerade? Ist ja wohl eine scheiß Frechheit hier. Rangehen. Ja. Mahlzeit, Agent. Ich habe einen Job für Sie. Och nein. Nein. Ich bin im Urlaub. Sie sind doch gerade sowieso da. Und bevor ich vergesse, Sie sind uns gefeuert. Ja, okay. Ich hab's verstanden. Aber danach, Schluss. Ich wollte eigentlich nicht mehr nach Hitman 3. Du blödes Arschloch. Wisst ihr genau, warum mein Chef mir Urlaub gegeben hat. So eine blöde Scheiße. Ach ja, dann wollen wir uns um die kleinen Spinner mal kümmern auf den Malediven. So, unsere Ziele sind der gute Tyson Williams, Steven Bradley und Lidumila Vitro... Ludmilla... Ich kann das nicht aussprechen. Sprachen lernen, Bubble. Auf jeden Fall haben wir 3 Ziele jetzt da. In meinem Urlaub, also... Ich müsste sie allein schon dafür killen, dass sie es wagen, auf der Insel Urlaub zu machen, wo ich Urlaub mache oder da zu wohnen. Aber vorher müssen wir noch die Arbeitskleidung anziehen. Ja, was habt ihr denn jetzt gedacht, dass ich meinen zu eng Blazer anziehe oder was? Nee, so läuft das nicht. Welcome to the Maldives, 47. Ja, ist schon gut. Oh, mein Instinkt sagt mir, die soll ich umnieten. Are you one of the owners? Yes, indeed. I'm Ludmila Vitrova, co-owner of Haven. If you haven't been to your hut yet, I highly recommend it. There's a letter there for you, which you may find interesting. Aha. Oh, Mr. Reaper, I see you don't have your key. You need to go to the Welcome Center and pick it up. Du, ich hab da meine eigenen Methoden reinzukommen. Ich hab nämlich meinen eigenen Schlüssel dabei. Hi, how are you? Ah, das ist also der Brief. Da gucken wir mal. A note from Ludmilla Vitrova. I wonder what she wants from you, 47. Regardless, it would be a shame to keep her waiting. Da hast du recht. 12 Sekunden später. Rufen wir die Olle mal an, ne? Hey, Ludmilla! Excellent. I reviewed your file prior to your arrival and I found it very intriguing. Danke. You can find me over at the restaurant. Ich hab eine richtig geile Idee. Zum Glück. Ich werde sie jetzt gleich wegsnipen. Enemy spotted. Da vorne ist sie. Ich könnte mir jetzt eine gute Position nehmen. Und dann hole ich jetzt mein... Wow! Nein! Ich hab den Fisch mitgenommen. Ich wollte... Jetzt, Junge. Scheiße. Egal, wir müssen jetzt mit dem Fisch spielen. Miss Vitrova, wie geht es ihm? Yes, it's a little embarrassing, but we've had an incident. A thief is an employee here. Died, so you'll have to use that particular skill set of yours to gain access. Ah, verstehe. Do that, and I'll convince Mr. Williams to give you a 50% discount on our service fee. Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Wow. Alter, der lebt hier ganz schön. Der lebt auf jeden Fall schön hier. Muss ich nur gucken, wie ich da reinkomme, ne? Eine Cam. Ich lass mich auf jeden Fall nicht filmen hier. Gut, wir müssen uns jetzt irgendwie verkleiden. Komm her, Fisch. Dann wollen wir mal sehen, was Hand auf Blatt vor dem Fisch hält. Wirklich solide. Na gut, ich kann mich jetzt nicht als Putzfrau verkleiden. Aber mit meinen maskulinen Maßen fällt das auf. How much is the fish? Du genauso. Ey, der Fisch ist wirklich gut. Der ist OP. So, die Frage ist, wie komme ich jetzt in den Keller? Ey, ruhig, ich hau ab. Ah, hier geht's runter. Denied. Darf ich mir die Sicherheitskarte? Hi, how are you? Hey, slow down, my friend. Don't halt die Fresse. Manchmal muss man auch nur Glück im Unglück haben. Zack. Bye, have a great time. Ja, das darf ich euch vorstellen, das Technikerkondom.
Hat er hier eine Karte fallen lassen? Die nehme ich direkt mal mit. Danke. Jetzt müsste ich in alle Bereiche reinkommen. Später. Die Frage ist, wer ist der Dieb? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Der erste ist weg. Halt die Klappe! Du auch! So, hat hier irgendeiner den USB-Stick? Nein, nein. Hast du den USB-Stick? Nope. Nein. So, keiner von denen hat den scheiß USB-Stick. Eine Ewigkeit später. Ah, hier ist er. Ich sag mal nicht, dass das nicht nötig war. So, dann gehen wir mal hier rein. Der Fischkörper! Halt die Schnauze! So, da ist so eine Banane drin. Und ein Klappmesser. Boah, muss ich jetzt jeden einzelnen Spit hier aufmachen? Scheiß Arbeiterkontrolle. Was haben wir denn? Ah, ein USB-Stick. Ist doch ganz nach Plan gelaufen. So, dann müssen wir jetzt den ganzen Weg zurücklaufen nur. Dann erstmal nach oben. Oh, oh. Dieses Treppensteiger, Alter, bringt mich um. So, dann wieder zurückverkleiden. So, jetzt muss ich noch wieder zurück ins Esszimmer. Verkleide mich zurück. Ah. Da ist mein Aktenkoffer. Gehen wir natürlich mit. Oh. Und raus hier. Komm, Fisch, rein da. Hey, long time no see. Ja, ich kenne dich doch gar nicht. Ach, egal. Ah, so, müssen wir nochmal anrufen. Hey, Ludmilla. Alles klar. I'm Mr. Reaper. I have an appointment. Ah, yes, Mr. Reaper. You can go right in. Miss Petrova is waiting for you inside. Have a good time. Die steht doch da. Wo kriegt die so blindes Personal her? Ehrlich. Ah, Mr. Reaper. So good to see you again. Ja, follow war ja... Follow me, please. You, leave us. Oh. Bis. Massagen. Zack. Das ist nur ein Koffer. Oh, isn't that yours? Ja, ist meiner. Bleib ruhig. You have the item with you. Ja, hab ich. I have it, please. Natürlich. Hier. Here you are. Kein Problem, Lady. If you'll excuse me, I have a few calls I need to make. Good day to you, Mr. Reaper. Tut mir leid, das kann ich nicht entgehen lassen, die Chance. Headshot! Two targets remain. So, am besten entsorgen, ne? Ah, ich hoffe, du kannst schwimmen. Obwohl... nicht, dass dich interessiert. Ich habe eigentlich eine geile Idee. Warum bringe ich den USB-Stick jetzt nicht zu Tyson? Und dann habe ich direkt schon das nächste Ziel. Ey, wo kommst du denn rein? Aber ich habe den... Ich reich dir gleich was. Mach einen Abgang, los! Ich wollte dir doch den USB-Stick zurückbringen. Jetzt muss man schon einbrechen, um einen USB-Stick wiederzubringen. Dann denselben Weg nochmal zurück. So, können wir uns nochmal verkleiden. Guten Tag. Oh, shit. So kann ich ihm das nicht zurückbringen. Mal den Aktenkoffer mit dem Fisch! So, das sollte funktionieren. Oh, fuck. Halt die Klappe! War das knapp. Das läuft ja wieder gut. In meinem Urlaub. So, jetzt, wo ich mich verkleidet habe. Was hier ist an? What the hell? Ist das dein Ernst? Ach, komm. Bye, have a great time. Wollt doch nur den Scheiß USB-Stick geben. Willst du mich verscheißern? Boah, da du mir jetzt den Urlaub versaut hast, ne? Jetzt gibt's eine Fischstelle. Here's Johnny. Halt die Klappe. Ey, der Fisch ist echt Multi-Level 1. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Jetzt war hier. So, zack. So, haben wir sonst noch was? Hab ich irgendwas verpasst? Eine abgetragene Schuld an der Gesellschaft später. Oh Gott! Jetzt donnert's hier auch noch. Was soll denn die Scheiße? Hey, what happened? Kann man nicht einfach normal arbeiten gehen, Bruder? Unfall. Verdienen Jetski-Lehrer denn gut? Okay. Na komm. Jetski-Lehrer. Komm, komm, komm. Ja, er kommt. Er verdient doch nicht genug. Und zack. Ah! Und jetzt verkleiden wir uns als Tauchlehrer. Und wir nehmen die Jetski-Schlüssel natürlich. Hey, Bradley! Alter, bleib doch mal stehen! Bruh! Du kannst nicht vorbei!
Junge, ich will dir die Schlüssel geben und das ist dann der Dank dafür, oder was? Muss ich jetzt echt als einer seiner Clowns verkleiden? Das ist nicht dein Ernst, oder? Weißt du, das war einmal im Leben nett und das kriegt man dann zum Dank. So, irgendwer müsste ja schlecht verdienen, ne? Der alte Gangster verdient wenig Geld und will dann die Münze haben. Trick. So, schön verkleiden. Oh, jetzt kommt der Nächste. Das ist auch eine Fischklatsche. Alter, der Fisch ist wirklich geil. Yo, Chef. Chef, ich habe positive Nachrichten. Gerne. Manchmal sollten Leute vielleicht nicht unbedingt Auto fahren. Oder in dem Fall Jetski. Haha, du wirst sterben. Ja, komm, du fährst jetzt dagegen, ne? Das war jetzt alles? 12 Sekunden später. Ja, eine kleine Rasur für den Nacken. Hals, Maul. So, mit dem Boot werde ich jetzt abhauen. Aber vorher, Fisch, du wirst nicht mehr als Waffe ausgenutzt werden. Du bist viel zu mächtig. Tschüss. Hey, what happened? Jetzt hauen wir ab, Junge. 2 Stunden später. Ah, ich geliebe es jetzt. Aber weißt du was? Ich rufe jetzt diesen Spinner nochmal an. Und werde ihm jetzt schön drücken, dass ich seinen Fisch befreit habe. Ey, yo, Bruder. Damit du das verstanden hast. Ich weiß zwar nicht, wer du bist, ne? Aber den scheiß Fisch, den wirst du nie wiedersehen, Junge. Der ist weg. Ich hab ihn befreit eben in den Malediven. Den wirst du nie wiederfinden. Also, was möchtest du tun? Verstehe.